wunderschönen guten Abend. Ich bin jetzt hier gerade in Obersteinbach im Elsass. Das ist in der Nähe von Lembach und möchte mit euch auf die Burg Klein-Arnsberg gehen. Ich bin jetzt hier bei der Bushaltestelle Arnsburg und hier ist ein ganzer Schilderwald. Die Burg Klein-Arnsberg selbst ist aber nicht beschildert. Da geht man jetzt einfach die Straße, die hier beginnt, Lansburg, die dann in den Wald führt und man benötigt ungefähr 15 Minuten. Ja, die Straße Lansburg, die endet dann auf den Weg und geht dann hier direkt in den Wald rein. Und weiter oben findet man dann auch Wegweiser zur Burg. Ja, man läuft hier ein ganzes Stück, so einen Hohlweg. Sollte man auf jeden Fall gutes Schuhwerk haben. Hier ist es recht matschig, also wirklich extrem. Nach einer Weile kommt man dann an eine Wegegabelung. Hier geht man dann erstmal links hoch, dann geht es noch ein Stück links und dann gleich wieder rechts steil den Berg hoch. So, hier gehen wir jetzt rechts hoch und hier ist auch überall schon die Burg beschildert, auch weiter unten schon ein Stückchen. Hier oben sieht man auch schon die Burg, sind also gleich da. So, hier ist es auf der rechten Seite, ein Eingang von einer vermutlichen Vorburg. Wenn man hier reingeht, ist hier eine Felsenkammer und hier links waren mal Treppen bzw. die Enden hier oben. Hier sehen wir den Zugang zur Burg. Hier war auch früher mal eine große Holztreppe, die war dann irgendwann mal total kaputt und wurde dann vor vielen Jahren gegen eine große Stahltreppe ausgetauscht. Wenn wir jetzt hier weitergehen, kommen wir direkt zum Halsgraben. Rechts ist hier noch eine Infotafel. Infos zur Historie der Burg seht ihr auch in den Kommentaren hier. Hier der Halsgraben. Hier sieht man auch noch viele Ausarbeitungen am Fels. Und hier der rechte Teil der vermutlichen Vorburg. Dann gehen wir jetzt hier mal die Treppe nach oben. Hier links ist der Torturm. Hier dann auch der Torbau, wo wir es gleich durchlaufen. Hier ist eine kleine Brücke, eine Wolfsgrube und hier rechts eine Felsenkammer, vermutlich ja eine Felsenkammer der Torwächter. Hier geht es dann weiter hoch, die Felsentreppe, die dann sich um den Fels entlang schlingelt bis nach oben. Dann gehen wir die Treppe nach oben. Hier hat man einen schönen Blick auf Obersteinbach. So, hier passiert man dann ein Felsenportal. Und rechts ist nochmal eine Felsenkammer. Hier sind wir nun auf der Oberburg mit ihrem Wohnbau. Wenn man hier hochschaut, sieht man die Mauerreste, die auch zum Berg gerichtet als Schildmauer dienten. Hier unten in der Mitte ist noch eine ehemalige Zisterne und rechts sieht man noch eine halboffene Felsenkammer. Und weiter hinten, da muss man aufpassen, da besteht Lebensgefahr, da geht es noch ein Stück weiter, da fehlt ein ganzes Stück Geländer und da geht es also wirklich richtig tief runter, also muss man wirklich aufpassen. Hier hinten ist dann Vorsicht geboten, hier fehlt das Stück Geländer. Wenn wir hier schauen, hier geht es also wirklich tief runter. Und hier rechts kann man noch ein Stück am Fels entlang gehen. Man sieht hier auch verschiedene Ausarbeitungen am Boden. Und links hier ist nochmal der Torturm. Dann gehen wir den Weg wieder zurück. Hier die Sicht auf Obersteinbach. Wenn man hier hochschaut,
sieht man auch noch einige Mauerreste. Viel mehr ist hier oben auch nicht und jetzt gehen wir wieder die Treppen nach unten. Links wieder die Felsenkammer. Und hier wieder die Zugangstreppe. Nochmal der Halsgraben. Und nochmal ein Blick nach Obersteinbach. So, hier noch ein Motiv von dem Halsgraben von der anderen Seite gesehen. Hier auch wieder viele Balkenlöcher. Und wenn man hochschaut, sieht man hier die Mauerreste des Wohnbaus, die hier als Schildmauer gegen die Bergseite dienten. Dann sind wir fertig mit der Besichtigung der kleinen Arnsberg. Ich werde jetzt wieder nach Hause fahren. Es ist kalt und wird auch gleich dunkel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.